Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 2. Es speichert und wie wir immer wissen, heißt das nichts Gutes. Boah, ich wollte jetzt eigentlich nur eine kleine dramatische Pause machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Wichser direkt in der Tür steht. Du mieses, dreckiges Stück Scheiße. Dafür bezahlst du mit deinem verfickten, fetten Leben, du fetter Hurensohn. Ich hab gesagt, du bezahlst mit deinem Leben, du fetter Hurensohn. Dieses fette Stück Scheiße. Ah, wenn man nicht genug Platz dafür. Fuck. Scheiße, da war ja was. Okay, das war jetzt echt dumm. Restart, please. Hier muss jetzt auch gleich noch ein Gegner auf. Ah, ne, da ist er. Wir könnten auch das Elektrogewehr ausprobieren, allerdings haben wir gar keinen Slot dafür frei. Perfekt. Ja, verpisst du hier, kleinen Kackvieh hier. So. Also, soweit ich weiß, kommt jetzt hier noch einer. Soweit ich mich erinnere, besser gesagt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ah ne, ich meinte, hier kommt noch einer. Ja, genau. Was denkt ihr, wir spielen hier fucking Football? Und verpiss dich, warum steht da jetzt ein Zombie auf, Alter? Oh, nice. Der war schnell tot. Sehr gut. Ja, wir müssen hier nie wieder hin. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Puh. Dann können wir uns jetzt den Läufer holen. Das könnten wir eigentlich gleich machen, ne? Seit Risiko. Aber gut, wir haben... Ne, wir haben alles abgespeichert. Weil es hat ja gerade automatisch gespeichert. Also müssten wir überhaupt nochmal gegen die fetten Viecher kämpfen. Genau. Wait. Doch, doch. Nee. Nee, hier ist falsch. Oder? Doch, doch. Da musst du jetzt da hinten. Dann geht's doch dahin, wo die Brücke ist, wo 50.000 Zombies leben. Ist der tot? Ah ja, das war der eine, der nicht gestorben ist. Ja, wo das Ding nicht explodiert ist, meine ich. Fetter Wichser. Hier ist noch einer. Denzel Washington. Denzel. Ja, Denzel. Ist ganz schön zugelegt, Denzel. Jetzt mal gucken, ob der Schlüssel hier funktioniert. Vielleicht. Tsching. Da ist ein Läufer auf dem Schlüssel. Erstmal gucken, was hier noch so für Items gibt. Ah, nice. Munition. Oh. Was ist das? Raccoon City Jazz Festival. Achso, das war's schon. September... Das ist ein Code SZF. Ach, wo stand denn der Schrank nochmal? Ah, in dem Raum. Naja, jetzt weiß ich wieder, da wo wir runtergesprungen sind. Oh, da kommen wir nicht mehr hin. So ein Scheißdreck. Oh, was ist das? What? Ein geheimer Geheimgang. Hä, aber was soll es denn jetzt hier hingehen? Ey, das ist ja komplett abgespaced, man. Das...
What the fuck? Ich check's gerade gar nicht mehr. Was ist denn das jetzt, Alter? Okay. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht mehr genug Platz, fällt mir gerade auf. Warum habe ich idiotisch Schießpulver eingesammelt? Vor allem kommen wir über den Raum? Doch, da ist der Fahrstuhl, ne? Naja. Und dann sind wir fast in der Safe Zone. Naja, eigentlich überhaupt nicht. Boah, jetzt blicke ich es echt gar nicht mehr. Wo ist denn jetzt der schnellste Weg zu einem Lagerraum? Na gut, hier rechts können wir gar nicht hin, ne? Naja, true. Ah, immer schön aufpassen, falls doch mal einer von den Fetten kommt. Und jetzt links oder rechts? Mitte? Ey, ich habe keine Ahnung, ey. Ah, doch hier. Was? Der hat sich geklont. Das waren doch zwei dünne und ein fetter in dem Raum. Jetzt ist da noch ein fetter mit so einer gelben Weste. Das waren aber nie im Leben zwei. Haben die das jetzt ernsthaft gemacht? Die haben den einfach geklont? Unbelievable. Unbelievable. Naja, die Waffe ist jetzt halt ziemlich nervig. Achso, die hat nur 7 Schuss. Was ist das denn für eine Kacke? Also ich dachte, das ist wie ein Flammenwerfer, dass du so 100 Schuss hast und damit kannst du halt genau einen Gegner töten. Na, jetzt stecken wir die Dinger einfach mal irgendwo rein, dass sie weg sind. Ich weiß nicht, dann in den Steuerungsraum können wir jetzt auch rein. Dann gehen wir noch in den Steuerungsraum. Einen Müll dabei, ne. Dann gehen wir noch in den Steuerungsraum, holen uns dann den Läufer und dann kommen wir wieder her und dann machen wir die Tür auf und ja, weiter kann ich nicht denken. Also mit dem Fahrstuhl verwirrt mich ultra, weil ich keine Ahnung habe, wo der hinführen soll. Vielleicht funktioniert der auch noch gar nicht und wir brauchen noch irgendwas dafür. Was unlogisch wäre, weil es ein fucking Fahrstuhl. Ich schwör's euch, es waren drei. Aber es waren nicht zwei Fette. Also keine Ahnung, wo dieser Fettsack jetzt herkommt, aber er war nicht schon immer hier. Laufe ich jetzt überhaupt? Ja doch, ne, passt schon. Wisst ihr, was unlogisch ist? Also ich weiß es jetzt nicht genau. Aber wie kann es überhaupt sein, dass hier unten immer noch laufend die Scheiße und so runterkommt, wenn niemand mehr eine Klospülung mehr benutzt, weil einfach fast jeder Mensch tot ist in der Stadt? Müsste es dann nicht irgendwann mal aufhören und dass dann irgendwann keine Scheiße mehr kommt und so? Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil müsste das nicht irgendwie mal austrocknen, weil das ist doch in sich geschlossen, das System. Also du verbindest ja nicht die Scheißsysteme von mehreren Städten miteinander. Also zumindest nicht, soweit ich weiß. Also wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber achso, wir können hier gar nichts machen? Lol. Achso. Der Raum ist komplett überflüssig. Das sagt mir das doch mal einer. So, jetzt sollen wir uns noch schnell. Kam nicht auch irgendwann mal noch der Hutmann? Ich glaube, der kommt erst am Ende, wenn man hier fertig ist, ne? Tschüss, Hutmann. What the fuck? Ah, jetzt ist hier ein Gegner wieder. Oder? Okay, da hinten steht einer. Aber das war jetzt nicht wirklich das, was ich gemeint hatte. Nämlich, ich glaube, irgendwann kam mir dann doch noch mal einer. Du Scheiße! Wichse.
Ich mache immer noch die Beleidigung, Claire. Du siehst einfach nur schlecht aus. So. Also gefühlt machen wir voll viel Fortschritt, aber irgendwie auch irgendwie wieder gar nicht. Naja. Gucken wir mal. So. Können wir mal kurz ein bisschen chillen. Dann verstauen wir das erstmal. Die Waffe weiß ich jetzt nicht, weil ich finde die richtig nice mit dieser verstärkten Munition und von der müssten wir ja noch was haben. Genau 7. Die ist richtig nice, aber das Problem ist, es nimmt halt 2 Inventarplätze weg. Und wenn wir die andere Pistole nehmen, nimmt es nur einen Inventarplatz weg. So geht es! Oh mein Gott! Oh mein. Ich hab's rausgefunden, wie es geht. Du klickst auf was und dann kannst du die Anzahl auswählen. Also hier bei den. Oh, wow. Nehmen wir mal 2. Alter. Jetzt fühle ich mich dumm. Scheiße, also ich habe dafür 40 Stunden gebraucht. Naja, Spaß. Also so viele Spielstunden habe ich zwar, aber ich habe das Spiel auch öfter mal angelassen, wenn ich gegessen habe oder sowas. Also ich habe nie im Leben 40 Stunden Resident Evil 2 gespielt, da wäre ich ja wahnsinnig geworden. Habe ich überhaupt 40 Stunden? Okay, ich hab eh gelogen, es waren nur 20. Ich habe nur 20, lol. Okay, es kam mir aber vor wie 40. Egal. So, jetzt dürfen wir das Rätsel lösen, das ist richtig. Das war ja eh sau einfach. Ist das der Springer? Ja. Und dann irgendwo hängt es, glaube ich, eh noch an der Tür, wo was rein muss, ne? Nee? Oh, never mind. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Der Springer ist nicht da. Ist das das gleiche Rätsel? Schaut mal, das sieht voll lustig aus, wenn ich es so mache. Dann ändert die Kamera so ein bisschen den Fokus. Sau geil. Der Turm ist neben dem Springer. Aber nicht gegenüber der Dame. Ups. Der König ist nicht neben der Dame. Ja, genau. Das heißt, die können nur auf der Seite sein. Oh nein, Moment. Jetzt nehmen wir mal alle Figuren hier, sonst verwirrt mich das. Also alle, die nicht fest sind. Genau. Also. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Turm. Aber nicht gegenüber der Dame. Oh Leute, jetzt wird der Text auch hier angezeigt. Ihr Wichser. Ist nicht neben der Dame, aber gegen. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Naja, wenn er nicht neben der Dame ist, kann er nur hier sein. Und gegenüber dem Springer. Oh, falsch. Und das heißt, die Dame muss hier sein und der Läufer muss folglich da sein, wo noch nichts ist. Yay. Das ist nicht meine Stärke. Wait, what? Hä, was ist da jetzt nicht richtig? Was, 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 was? Der Turm ist neben dem Springer. Aber nicht gegenüber der Dame. Oder? Moment, was habe ich hier rein? Den Läufer. Warte mal. Ach, der Turm ist neben dem Springer. Aber nicht gegenüber der Dame, das stimmt schon mal. Der König ist nicht neben der Dame, stimmt auch. Aber gegenüber dem Springer. Ach, und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist, Leute. Das habe ich nicht gelesen. Also schon, aber jetzt habe ich es. Ja, das heißt, wir müssen Springer und Läufer tauschen. Hä?
war bei Lien aber nicht so. Oder? Das hat mich jetzt komplett rausgebracht. Was zum Teufel? Was wollen die von mir? Der Turm ist neben... Ach so, jetzt ist ja der Turm nicht mehr neben dem Springer. Ah, jetzt check ich's. Ja, Moment mal, jetzt gibt das ganze Ding ja gar keinen Sinn mehr, Leute. Jetzt check ich's erst. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht neben der Dame. Neben dem Springer. Der Springer muss... Na gut, okay, muss der Springer hier sein? Das gucken wir jetzt mal. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Stimmt das? Ja. Neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame, das stimmt. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Oh, ja gut, dann geht es nicht. Nee, hier kann nicht der Springer sein. Ach so, nein, Moment, doch. Hier ist der... Nee, hier, der Springer kann hier nicht sein. Nee. Da muss der Springer hier sein. Springer und Turm. Das bringt ja das ganze Ding durcheinander, Alter. Ich habe es jetzt einfach so probiert zu bauen wie bei Lien. Aber der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Ja, genau. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Habe ich den König? Ja, hier kommt der König rein. Genau. So. Nicht neben, gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Und der Springer... Ja gut, okay, es ist jetzt einfach. Die Dame ist hier. Also falls es richtig ist, logischerweise. Alter, ich will's... Junge. Ja, easy. sheesh. Okay, Sherry. Puh. Okay, das war jetzt schwieriger als erwartet, muss ich sagen. Aber ich habe das nicht gecheckt mit dem... Also ich weiß nicht, ich habe es gelesen, aber ich habe... Also ich habe nicht gecheckt, was die mit dem Satz meinen. Dem Springer ganz am Ende und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Das war das, was ich nicht gerafft habe am Anfang. Ja. Weil ich mich gefragt habe, was für ein Kasten. Oh boy. Naja. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für heute. Ich bin fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal. Oh, ciao, ciao.